Hoher Militärgerichtshof. Ich bin am Freitag bis zur Seite 271 gekommen und möchte mit Erlaubnis des Gerichtes auf dieser Seite meines Manuskriptes fortsetzen. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Reichskommissar nur eine bedingte Verantwortung für die deutsche Polizei zu übernehmen hat. Das heißt, soweit er sie zur Durchsetzung seiner Anordnungen im zivilen Bereich heranholt. Die Polizei pflegte, wenn der Reichskommissar ihre Hilfe in Anspruch nahm, in den meisten Fällen sich mit Himmler diesbezüglich erst ins Einvernehmen zu setzen. Der Reichskommissar konnte aber in allen Angelegenheiten, die in die Kompetenz der Polizei fielen, derselben weder Befehle erteilen, noch de jure in deren Tätigkeit eingreifen. Dies ist unbedingt bei Beurteilung der Judenfrage, der Konzentrationslager und der Deportationen zu beachten. Die Zulässigkeit von Sondergerichten und polizeilicher Schutzhaft wird im niederländischen Regierungsbericht selbst zugegeben. Die Haftverhängung und Führung der Konzentrationslager und Gefangenenlager war Sache der Polizei. Wie der Angeklagte als Zeuge vernommen ausführlich dargestellt hat, hat er sich, was auch Wimmer und Schwebel bestätigt haben, außerordentlich bemüht, ihm bekannt gewordene Übelstände in den Lagern abzustellen. Es sei hier kurz nur auf die Behandlung der sogenannten niederländisch-indischen Retorsionsgeiseln verwiesen, um die sich der Angeklagte weitgehend annahm, und endlich auf die Tatsache, dass er durchsetzte, dass Geistliche, die im Reiche inhaftiert waren, wieder in die Niederlande zurückkehren konnten. Nachdem ich die Stellung der Polizei und ihre ungeheure Machtfülle in kurzen Strichen gezeichnet habe, gehe ich jetzt zu einem Hauptanklagepunkt, zur Judenfrage, über. Im Treuenbrief sagt die Anklage, der Reichskommissar Seyß Inquart trägt allein die volle Verantwortung für die Ausführung des Nazi-Programms der Verfolgung der Juden in den Niederlanden. Er habe ja selbst in seiner Amsterdamer Rede vor den Mitgliedern der NSDAP am 13. März 1941 erklärt: Die Juden sind für uns nicht Niederländer. Die Juden sind für den Nationalsozialismus und das Nationalsozialistische Reich der Feind. Seyß Inquart begründet in dieser Rede auch, warum er diese Haltung gegen die Juden als Wahrer der Reichsinteressen einnehmen zu müssen glaubte. Er sah in ihnen jene, die durch ihre Einwirkung auf das deutsche Volk dessen Widerstandswillen lähmen und überall als Feinde des deutschen Volkes auftreten würden. Aber gerade aus dieser Rede ist festzustellen, dass Seyß Inquart alle Maßnahmen gegen die Juden nur als Sicherungsmaßnahmen während des Krieges betrachtete. Er spricht davon, erträgliche Maßnahmen für die Übergangszeit schaffen zu wollen und dass nach Beendigung der Besetzung die Niederländer selbst die Entscheidung haben werden, welches Schicksal die Juden haben sollen. Dass im vergangenen Kriege die Juden ohne Unterschied ihrer Staatszugehörigkeit nach der Behandlung, die sie im Deutschen Reich und später in den besetzten Ländern erfuhren, zu den schärfsten Gegnern des nationalsozialistischen Deutschlands gehörten, war ganz natürlich und selbstverständlich. Dies musste von jedem Funktionär in Rechnung gestellt werden, der in einem besetzten Gebiete die Reichsinteressen zu wahren hatte. Dies macht auch die eingangs erwähnte Rede begreiflich. Als daher Seyß Inquart durch den Führerbefehl mit der Wahrung der Reichsinteressen in den Niederlanden beauftragt wurde, musste er auch irgendwie zur Judenfrage Stellung nehmen. Seine Absicht war, die Juden aus den maßgebenden Positionen in Staat und Wirtschaft für die Zeit der Besatzung zu entfernen, im Übrigen aber keine weiteren Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. Tatsächlich hat er auch nur diese Maßnahmen gesetzt
wobei die im Staatsdienst befindlichen Juden nur beurlaubt oder pensioniert wurden. Inzwischen war die Behandlung der Judenfrage von Adolf Hitler ausschließlich mit umfassenden Vollmachten und für das gesamte Reichsinteressengebiet Himmler bzw. Heydrich übertragen worden. Die Sicherheitspolizei war nun mit der dilatorischen Behandlung des Judenproblems durch den Reichskommissar nicht zufrieden, berief sich auf die erwähnten Vollmachten, errichtete eine Dienststelle in Amsterdam, deren Eingriffe zu dauernden Reibungen mit dem Beauftragten des Reichskommissars in Amsterdam führte. Die Sicherheitspolizei behauptete, die übertragene Aufgabe der Reichssicherheit nicht garantieren zu können, wenn nicht weitere Beschränkungen der Juden im Wirtschaftsleben und hinsichtlich der persönlichen Freizügigkeit erfolgen. Man habe Engländer und Franzosen in eigene Lager gesammelt und über die Grenze ins Reich abgeschoben und deren Vermögen als Feindvermögen sequestriert, wie er auch die gleiche Behandlung Auslandsdeutschen in den feindlichen Ländern erfahren hat. Insbesondere wies die Polizei auf die Tatsache hin, dass tatsächlich an allen ernsteren Sabotage- oder sonstigen Widerstandsversuchen sehr viele Juden und sehr oft auch führend beteiligt waren. Auch waren die holländischen Juden, deren Vorfahren zum Teil aus dem stolzen Spanien, zum größten Teil aus dem Reich und dem Osten als Emigranten kamen, schon vor der Besetzung in der Wirtschaft, insbesondere aber in der Presse, im Kampf gegen den Nationalsozialismus an führender Stelle tätig. Als der Feind nun ins Land kam, wussten sie, dass es ein Kampf auf Leben und Tod sein werde und stellten im Gegensatz zu Shylocks Wort im Kaufmann von Venedig, denn Dulden ist das Erbteil meines Stammes, nicht nur ihr Gut, sondern auch ihr Leben der werdenden Widerstandsbewegung zur Verfügung. Dieser Tatsache konnte sich auch der Reichskommissar nicht verschließen. Eine gleiche Behandlung der Juden wie etwa der Engländer und Franzosen oder der sonstigen feindlichen Ausländer durch Konfinierung in einem Lager war schon wegen der großen Zahl der betroffenen Personen nicht ohne weiteres möglich. Die Maßnahmen betreffs der persönlichen Handlungsfreiheit traf der höhere SS- und Polizeiführer als Himmlers unmittelbarer Untergebener oder die Sicherheitspolizei über direkten Auftrag Heydrichs. Hierzu gehört auch die Einführung des Judensterns, der übrigens von den Niederländern nicht als Diffamierungszeichen aufgefasst wurde. Zugleich mit den Anordnungen über die persönliche Bewegungsfreiheit wurde auch das Vermögen der jüdischen Organisationen und der Juden in Verwaltung genommen. Der Reichskommissar bestellte Dr. Böhmker zu seinem Sonderbeauftragten mit dem Auftrag, die Maßnahmen der Polizei, soweit dies organisatorisch möglich war, zu überwachen und Übergriffe zu verhindern. Tatsächlich hat der Selle wiederholt eingegriffen und üble Maßnahmen der Polizei zu verhindern gewusst. Die Tätigkeit des Reichskommissariates erstreckte sich vor allem auf wirtschaftliche Maßnahmen. Und es gibt die Darstellung des niederländischen Regierungskommissars für die Zurückführung in die Heimat, USA 195, ein klares Bild des ganzen Judenproblems in den Niederlanden. Die Tabelle zeigt, dass der Reichskommissar fast ein Jahr die Maßnahmen gegen die Juden hinausziehen konnte und ein schärferes Einschreiten erst im Februar 1941 mit der durch Heydrich befohlenen Bildung der Zentralstelle für jüdische Auswanderung unter Leitung des SS-Obersturmführers de Fünte begann. Ein Vergleich mit den in Deutschland selbst und in anderen besetzten Ländern getroffenen Maßnahmen gegen die Juden zeigt auch eine starke Gleichmäßigkeit, worauf ebenfalls ersichtlich ist, dass es sich nicht um Maßnahmen des Reichskommissars, sondern um einheitliche Maßnahmen von Reichsstellen, also der Polizei, handelt. Der Reichskommissar setzte sich auch dafür ein, dass die Sequestrierung der jüdischen Vermögen in geordnete Bahnen sich bewegte. Als es später zur Liquidation der Vermögen über Anordnung der Berliner Zentralstellen kam, wurden die Liquidationswerte nicht eingezogen, sondern dem jüdischen Vermögensträger gutgeschrieben, sodass zuletzt in der jüdischen Verwaltungsstelle
etwa 500 Millionen Gulden angesammelt war. Um dem fortwährenden Drängen und Hineinregieren der Polizei durch Heydrich ein Ende zu machen, suchte der Reichskommissar gemeinsam mit dem höheren SS- und Polizeiführer die niederländische Judenfrage dadurch zu stabilisieren, dass er die unter die Beschränkungsbestimmung fallenden Juden in zwei Stadtteilen Amsterdams und in zwei Lager zusammenfasste, wo sie unter eigener Verwaltung leben sollten. Das eine Lager war Westerbork. Hier gab es eine eigene jüdische Lagerpolizei. Nach außen wurde dieses Lager vom niederländischen Polizei bewacht. Als es im Frühjahr 1945 von Kanadiern in Besitz genommen wurde, meldete der englische Rundfunk, dass die dort untergebrachten Juden in gutem Zustand angetroffen wurden, im Gegensatz zu anderen Lagern, die außerhalb der Niederlande angetroffen wurden. Das zweite Konfinierungslager sollte Vücht werden. Himmler machte daraus ein Konzentrationslager. Die jüdische Gemeinde in Amsterdam stand unter Leitung des Edelsteinhändlers Ascher. Der jüdischen Gemeinde wurde insbesondere für Schulzwecke Gelder zur Verfügung gestellt. Mit Firmen wurde wegen Arbeitsbeschaffung in den jüdischen Vierteln verhandelt. Anfangs 1942 verlangte Heydrich, respektive Himmler, die Überführung der niederländischen Juden in im Reich gelegene Sammellager. Beide beriefen sich auf die Führervollmachten und verwiesen darauf, dass man früher oder später mit einer Invasion rechnen müsse. Holland erscheine als ein geeignetes Gebiet, weil die Häfen von Rotterdam und Amsterdam geeignete Nachschubbasen wären und von hier würde die Engländer der kürzeste Weg in das Ruhrgebiet, das Industriezentrum Deutschlands, führen. Die Belastung so vieler dem Deutschen äußerst feindliche Menschen im künftigen Operationsgebiet gegenüber England sei mit der Reichssicherheit nicht zu vereinbaren. Die Polizei beharrte auf ihren Standpunkt und konnte der Reichskommissar nur insofern eingreifen, dass er sich einschaltete, um die Durchführung der Evakuierung durch die Polizei menschlicher zu gestalten. Es gelang dem Reichskommissar durchzusetzen, dass Tausende von Juden von der Evakuierung ausgenommen und so in den Niederlanden bleiben konnten. Der Angeklagte ließ durch seine Organe die Internierungslager aufsuchen und stellte insbesondere über Intervention der christlichen Kirche Übelstände, soweit dies in seiner Macht lag, ab. Den Befehl zur Evakuierung gab nicht der Angeklagte, sondern Himmler bzw. Heydrich. Der Angeklagte gab nicht einmal seine Zustimmung zu dieser Evakuierung. Ein Teil der Juden kam auf Einschreiten des Angeklagten nach Theresienstadt, das als ein Lagerplatz galt, der ja von internationalen Stellen wie das Rote Kreuz angeblich überwacht wurde und wo es den Juden auch angeblich gut ging. Durch die vom Reichskommissar erwirkten Ausnahmebestimmungen konnten zahlreiche Juden von der Evakuierung ausgenommen werden. Der schon genannte Dr. Böhmker erhielt auch den Auftrag, den Transport der Juden in den Niederlanden zu überwachen und es gelang beim höheren SS- und Polizeiführer wiederholt, Übelstände abzustellen. Der größte Teil dieser Juden kam nach Polen. Und es ist wohl einer der furchtbarsten Sätze, die in den von der Anklage vorgelegten Dokumenten erscheinen, wenn es in USA 195 heißt, die Gesamtzahl der Deportierten 117.000. Nachdem sie Holland verlassen hatten, war jede Spur von ihnen verloren, aufgesaugt in einer Masse von Deportierten von fast allen besetzten Ländern. Kommen sie nicht mehr als eine besondere Gruppe identifiziert werden. Nun kommt die Kardinalsfrage der ganzen Anklage, der dramatische Höhepunkt der Strafsache gegen diesen Angeklagten. Hat der Angeklagte von dem Schicksal dieser vielen unglücklichen und schuldlosen Menschen gewusst? Und hat er absichtlich gebilligt oder schuldhaft nicht verhindert? Der Angeklagte hat immer wiederum und auch Zeuge unter Eid vernommen, feierlich erklärt, dass sie von nichts gewusst habe und dass er der Meinung war, dass tatsächlich die Juden für die Dauer des Krieges im Osten angesiedelt werden. Als der Angeklagte im Jahre 42 oder 43 einmal Gelegenheit hatte, anlässlich eines Vortrages mit Adolf Hitler selbst zu sprechen, lenkte er die Rede auf das Judenproblem.
Als der Reichskommissar darauf hinwies, dass die Evakuierung der Juden in den Niederlanden starke Unruhen auslöse, hat Adolf Hitler erwidert, dass er die Juden aus dem deutschen Volkskörper als destruktive Elemente ausscheiden müsse. Er wolle sie im Osten ansiedeln. Himmler, der Chef der SS und deutschen Polizei, anfangs 44 von Angeklagten befragt, ist dem Bedenken des Reichskommissars mit den Worten entgegengetreten, er solle sich nicht um seine Juden nicht ängstigen, seine holländischen Juden seien seine besten Arbeiter. Die in Lager entsandten Regierungsorgane kamen mit den Berichten zurück, dass es den Juden gut gehe und sie zufrieden seien. Es langten auch regelmäßig Nachrichten, wenn auch später abklingend, von den Deportierten in den Niederlanden ein. Heute, wo der dichte Schleier, der über das Grauen dieses Massenmordes gebreitet war, gelichtet ist, kennen wir die Zusammenhänge und die Wahrheit. Gerade durch die gewissenhaften Erhebungen in diesem Prozess ist festgestellt, dass es Hitler und Himmler auf geradezu teuflische Weise verstanden hatten, die Kenntnis von ihrem verbrecherischen Vorhaben in der Endlösung der Judenfrage zu verschleiern und zu verdecken. Ich selbst war, als ich zum ersten Mal den niederländischen Bericht über die Judenfrage las, aufs Tiefste erschüttert. Es ist dieses Dokument und das sogenannte Hossbachsche Hitler-Testament aus dem Jahre 37, die ich meinem Klienten besonders unterbreitet hatte. Vom Hossbach-Dokument, in dem die Evakuierung von 1 Million Österreichern verlangt wurde, sagte Dr. Seyss-Inquart zu mir, er habe dieses Dokument nie gesehen und davon auch nie gehört. Wenn ich eine solche Absicht gekannt hätte, so hätte ich nicht mitgedacht. Als ich ihm weiter das Dokument bezüglich der Juden vorhielt, erklärte er in überzeugender Weise, von der Endlösung und den Vorgängern in den Vernichtungslagern nichts gewusst zu haben. Als ich dann meiner Meinung Ausdruck gab, warum er, nachdem er sich mit seinen Absichten insbesondere in der Judenfrage gegen Himmler und seine Spießgesellen nicht durchsetzen konnte, nicht gegangen sei, sagte er zu mir, ich sei doch auch Soldat gewesen und wisse, dass ein Soldat im Kriege nicht desertieren darf. Er sei zur Überzeugung gelangt, dass er, abgesehen von den übrigen ihm obliegenden Aufgaben, auch deshalb auf seinem Posten blieb, weil kaum was Besseres für die Niederländer nachgekommen wäre. Ich kann in meiner Aufgabe als verteidigender Jurist Folgendes hinzufügen. Mit der Vernichtungsmaßnahme, die die Anklage erwähnt, konnte nicht gerechnet werden. Wenn sie in dem behaupteten Umfange erfolgt ist, so handelt es sich um Akte einer besonderen Henkersgruppe Himmlers, die nur einer verzweifelten Situation entsprechen. Im Strafrecht gilt aber der Grundsatz, dass der Kausalnexus unterbrochen wird, falls sich in denselben eine selbstständige Straftat einschiebt. Dies liegt hier vor. Bevor ich das schwierigste Kapitel der ganzen Anklage abschließe, möchte ich doch noch die Frage prüfen, ob die Verantwortung des Angeklagten glaubhaft ist, dass er von den ungeheuren Verbrechen, die sich in den Vernichtungslagern abspielten, tatsächlich keine Kenntnis haben konnte. Ich möchte hierzu vor allem das Zeugnis eines französischen... Would that be a convenient time to break off? I will deal with these documents. The documents objected to in the case of the SS, 69, 85, 86, 96. And 101 and 102.
are all disallowed. In the case of the SD and the Gestapo, all the documents are agreed. In the case of the High Command, the Tribunal allows the documents 8 and 9 to be translated and put in the document book. Number 11 is withdrawn. Numbers 5, 13, 15, and 20 may be submitted to the commissioners, but they will not be translated for the document books. That's all. Now, Dr. Stambaugh. Ich setze fort. Ich möchte hierzu vor allem das Zeugnis eines französischen Arztes bringen, der selbst lange Zeit Häftling in einem Vernichtungslager war. Es ist Dr. Matt Goodbier aus Montgeron, Seine-et-Oise, der in RF 107 schreibt. Es ist einem normalen Menschen schwierig, sich ein genaues Bild über ein Konzentrationslager zu machen, welches in der deutschen Volkssprache durch die beiden Buchstaben KZ bezeichnet ist. Es ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Vor allem kann ein nach den Grundsätzen unserer ganz von der elementaren christlich-humanitären Lehre ausgefüllten Zivilisation erzogener Mann die Wirklichkeit der von den Opfern so vieler Gräueltaten gemachten Aussagen nicht glaubt. Der Sadismus, die übertriebene Raffiniertheit im Leiden ist über dem normalen Empfindungsvermögen. Dann haben die Nazis versucht, ihre Verbrechen scheinheilig zu verstellen, sodass ein Fremder, welcher vor 2 oder 3 Jahren ein Konzentrationslager besichtigt hätte, von der darin herrschenden Ordnung, Sauberkeit beeindruckt gewesen wäre. Hätte ein Jurist sich über die Hinrichtungsfälle gebeugt, so hätte er stets, wenn nicht gültige, dann wenigstens ausreichende Gründe zu ihrer Rechtfertigung gefunden. Hätte schließlich ein Arzt medizinische Belege nachgeforscht, so hätte er sehr leicht auf normale Todesursachen schließen können. So dicht war der Schleier, welcher die KZ umhüllte und den die SS sorgfältig und eifersüchtig gesenkt ließ. Die SS versuchten ihren Verbrechen ein juristisches Ansehen zu geben. Es handelt sich hier um einen charakteristischen Zug der hitlerischen Scheinheiligkeit. Im ähnlichen Sinne äußert sich auch der Jesuitenpater Kübler in seinem Buche Die KZ, eine Gewissensfrage für das deutsche Volk. Er schreibt Seite 19. Und die Selbstentlarvung glaubte er verhindern zu können durch einen absoluten dichten Ring des Schweigens, den er um seine Werke zog. Dieser Ring war so eng geschlossen, dass ein Deutscher schon ins Ausland reisen musste, um etwas Konkretes über die Lager zu erfahren und dort über die Moorsoldaten zu lesen. Daheim gab es derartige Bücher nicht und von Mund zu Mund erfuhr man sehr wenig. Aus dem schlimmsten Lager kam niemand heraus. Und die Missetäter selbst wurden von Zeit zu Zeit wieder umgelegt, damit sie nichts aussagen konnten. Die wenigen aber, die aus den milderen Lagern herauskamen, waren derartig eingeschüchtert, dass sie nur ganz allgemeine, dunkle Andeutungen machten, gerade genug, um im ganzen Volk ein allgemeines Gefühl des Grauens vor diesen geheimnisvollen Städten zu erzeugen. Aber auch das Wenige, das von Mund zu Mund ging, kam nie zur Kenntnis höherer Funktionäre des Dritten Reiches. Denn wenn diese den Dingen nachgingen, erfuhr die Polizei davon und diese sorgte dann dafür, dass die Träger solcher Gräuelpropaganda schwiegen. Deshalb unterließ man es mit der Zeit, solchen Funktionären etwas zu sagen.
Das wichtigste Zeugnis aber ist das eines Wissenden. Eines der Männer, die selbst aktiv an der Judenliquidierung teilhatten. Am 25. Juni 1946 ist das Zeuge vor dem beauftragten Richter dieses Gerichtes, Dieter Wislicene, besonderer Vertreter des Eichmann, der die Judenvernichtung überhatte, vernommen worden. Er sagte aus, dass nach Theresienstadt Kommissionen des Internationalen Roten Kreuzes oder ausländische Diplomaten geführt wurden, um den normalen Status der Unterbringung vorzutäuschen. Die Juden, die nach Auschwitz gebracht wurden, wurden gezwungen, vor ihrer Ermordung Postkarten zu schreiben. Diese Postkarten wurden dann in langen Zeitabständen zur Absendung gebracht, um den Anschein zu erwecken, als ob die Personen noch am Leben wären. Er hat verschiedene Pressevertreter geladen. Auf die ausdrückliche Frage, wem war in den besetzten Ländern die Judenfrage unterstellt, dem Befehlshaber der Ordnungspolizei, der SIPO oder dem SD, gab er die Antwort, meines Wissens war die Judenfrage in den anderen besetzten Ländern Angelegenheit des höheren SS- und Polizeiführers aufgrund eines besonderen Befehls von Himmler. Um die Irreführung noch intensiver zu gestalten, seien zum Beispiel von der slowakischen Regierung 500 Mark für jeden Juden als Ansiedlungsbeitrag gefordert worden. Ich habe dies dem Angeklagten vorgehalten. Er sagte mir, dass Himmler auch von ihm für jeden niederländischen Juden einen Ansiedlungsbeitrag von 400 Mark verlangt habe, was er als Reichskommissar mit Rücksicht auf die mangelhaften Angaben über die tatsächliche Ansiedlung der Juden und mit dem Hinweis, dass die schließliche Regelung dem Frieden vorbehalten bleiben müsste, abgelehnt habe. Der Angeklagte hat auch von sich aus in seiner Vernehmung auf einzelne Sterilisierungsfälle verwiesen. Die von mir gestellten Beweisanträge auf Beischaffung der von Seyß-Inquart an Himmler geschriebenen Briefe ergeben im Zusammenhang mit der Aussage des Angeklagten folgenden Tatbestand. Seyß-Inquart hat im Gegensatz zur Behauptung der damals 18-jährigen Auskunftsperson Hildegard Kunze niemals auf irgendeinem Dienstweg Himmler in der Judenfrage berichtet. Seyß-Inquart hat vielmehr von Himmler verlangt, die Lage der Juden in den Niederlanden nicht mehr zu verschärfen und dabei auf die Maßnahmen verwiesen, die inzwischen gegen die Juden ergriffen worden waren und die über die Maßnahmen in Reich hinausgingen. Hierbei verwies er auch auf die Sterilisierungsfälle. Seyß-Inquart hat sofort Stellung genommen gegen die Sterilisierung bei Frauen und gab den christlichen Kirchen die Erklärung ab, dass ein Zwang nicht ausgeübt werden dürfe. Tatsächlich kamen in Kürze weitere Fälle nicht vor. Was den Fall an sich betrifft, kann dem Angeklagten eine Haftung höchstens insofern treffen, als er nicht sofort dagegen Stellung nahm, ohne allerdings sicher zu sein, die Aktion verhindern zu können. Die Gründe für die Haltung des Angeklagten ergeben sich aus dem beweisbeantragten Brief. Es war die Sorge, dass die Lage der Juden weiter verschlechtert werden könnte und die Annahme, diese Juden werden in Hinkunft der weiteren Aufmerksamkeit der Polizei entzogen. Jedenfalls, soweit Maßnahmen gegen die Juden durch den Angeklagten ergingen, erfolgten sie als Maßnahmen gegen feindliche Ausländer aus den Gründen, der Angeklagte in seiner Rede vom 21.03.41 in Amsterdam erwähnte. Was darüber hinaus geschah, erfolgte auf direkte Weisung der Reichszentralstellen, insbesondere Heydrich, und zwar in der Hauptsache durch Organe dieser Reichszentralstellen selbst. Ein weiterer Anklagepunkt ist die Behauptung, dass der Angeklagte als Reichskommissar im Zuge der geplanten Vernichtung und Schwächungspolitik den besetzten Ländern gegenüber die Ernährung der Niederländer absichtlich vernachlässigt hätte, was schließlich zu einer Hungerkatastrophe geführt habe.
Die diesbezüglichen Behauptungen erscheinen durch die Zeugenaussagen des Dr. Hirschfeld und von der Wense sowie des Angeklagten selbst widerlegt. Der gesamte Ernährungsapparat blieb im Interesse der Bevölkerung von Anfang an unter niederländischer Leitung, obwohl dem Reichskommissar bekannt war, dass sich gerade auf diesen Gebiete führende Zellen der Widerstandsbewegung gebildet hatten. Die Ernährung in den Niederlanden war bestimmt nicht schlechter als in Deutschland, von wo insbesondere Brotgetreide nachgeschoben wurde. Noch im Jahre 1944 betrug die Ernährung 1800 Kalorien, bis dahin 2500 Kalorien, wozu noch Zuschüsse verschiedenster Art kamen. Es gelang dem Reichskommissar, auch dem in Kreuzfeuer erwähnten Rucksackverkehr der Wehrmacht, wenn auch erst im Jahre 1943, durch Intervention beim Reichsnährstand zu unterbinden. In welchem Ausmaße die niederländische Ernährungswirtschaft durch den Angeklagten unterstützt wurde, zum Beispiel durch Förderung des Nordostpolders, durch Abwehr der übermäßigen Anforderungen des Reiches, bestätigt der Zeuge von der Wense. Dass die niederländische Stickstofferzeugung bis September 1944 der niederländischen Landwirtschaft vorbehalten werden konnte, ist ausschließlich dem Angeklagten zu danken. Ab Herbst 1944 wurde die Situation im Ernährungssektor wesentlich schlechter. Das Land war nach der Invasion zum großen Teil Kriegsgebiet geworden und die Verkehrswege durch zahllose Fliegerangriffe zerschlagen. Das hatte zur Folge, dass insbesondere im Westen Hollands, wo auf engen Raum in drei Großstädten Millionen Menschen zusammengedrängt waren, sich eine schwierige Ernährungslage ergab. Bei dem geringen Stande der Besatzungstruppen wäre es schon an sich eine riesige Dummheit gewesen, diese zusammengeballten Massen durch Hunger absichtlich zu einem verzweifelten Widerstand zu treiben. Als im September 1944 nun ein Eisenbahner- und Schifferstreik über Veranlassung der Londoner Exilregierung, die mit einem günstigen Ausgang der Schlacht bei Arnheim und mit dem ersten deutschen Zusammenbruch rechnete, ausbrach, so war dies völkerrechtlich gesehen ein Notstand, in den sich das Land selbst gegenüber den Okkupanten gesetzt hat. Es war natürlich, dass die Wehrmacht zur eigenen Verteidigung allen erreichbaren Schiffsraum in Anspruch nahm, um ihre Ernährung zu sichern. Um Wiederholungen zu vermeiden, sei auf die Aussagen von der Wense und Dr. Hirschfeld verwiesen und als wichtigste Tatsache hier angeführt, dass der Zeuge Dr. Hirschfeld deponierte, dass der Reichskommissar bereits am 16.10.44 den Befehl zur Aufhebung der Sperre des Schiffsverkehrs gab. Er hatte damit rechnen können, dass die nicht als Repressivmaßnahme geplante Sperre von 4 Wochen nicht schaden werde, da genügend Lebensmittel vorhanden waren, beziehungsweise in den Monaten November und Dezember nach Holland geschafft werden könnten. Tatsächlich erfolgte durch ihn schon eine frühere Aufhebung des Embargos, die Einrichtung einer besonderen Transportorganisation und die Zufuhr von Lebensmitteln aus den nordöstlichen Provinzen mittels deutscher Transportmittel. Das Versagen der niederländischen Transportorganisation, die ständigen Tag- und Nachtangriffe der feindlichen Flieger, Sabotagen der Widerstandsbewegung und zuletzt eine große Kohlennot, die Versorgungsaktion störten, kann doch die durch den Streik hervorgerufene Notlage keineswegs als kriminelles Delikt dem Angeklagten angerechnet werden. Jedenfalls hat die von mir vorgelegte Statistik ergeben, dass während der ganzen Besatzungszeit bis Mitte 1944 die Bevölkerung ständig zunahm und die allgemeine Lebenslage unter Berücksichtigung der Kriegszeit durchaus keine wesentliche Verschlechterung erfuhr. Als durch den Krieg die Ernährungslage sich immer verschlechterte, sorgte der Angeklagte für die Zufuhr von Lebensmitteln auf deutschen Transportzügen und stellte auch von Beständen der deutschen Wehrmacht solche für Kinder zur Verfügung. Er förderte die Unterstützungsaktionen der Kirchen und des Roten Kreuzes, obwohl das Genfer Abzeichen wiederholt von der Widerstandsbewegung missbraucht wurde. Der Kronprinz von Schweden als Präsident des schwedischen Roten Kreuzes sprach dem Reichskommissar seinen besonderen Dank aus.
Schließlich setzt der Reichskommissar sich über die Vertrauensmänner der niederländischen Exilregierung mit dieser in Verbindung und veranlasste so das Zustandekommen eines Abkommens mit dem alliierten Oberkommando, wodurch die Annäherung Hollands sichergestellt und der Besetzung faktisch ein Ende gemacht wurde. In alliierten Militärkreisen rechnet man damals noch mit 60 Tagen Widerstand. Diesen hätte die deutsche Besatzung in den Niederlanden auch sicher leisten können. Allerdings wäre hierbei das Land und seine Bevölkerung zugrunde gegangen. Ich komme zum letzten Punkt der französischen Anklage, zu dem von der Besatzungsmacht verursachten Überschwemmungen und Zerstörungen. Wenn die Staatsanwaltschaft nicht diesen Punkt gebracht hätte, dann hätte ich als Verteidiger diese Angelegenheit vor dem Hohen Gerichtshof besprochen, weil gerade diese Sache den Angeklagten in einem anderen, für ihn sehr günstigen Licht erscheinen lässt. Indem ich auf die Aussagen der Zeugen Wimmer, Schwebel und Hirschfeld und General von Kleffel verweise, möchte ich kurz Folgendes sagen. Es dürfte dem Gerichte bekannt sein, dass 40% der gesamten Landoberfläche in den Niederlanden unter dem Meeresspiegel liegen. In jahrhundertelanger, mühseliger Arbeit wurde dem Meer immer wieder Boden abgerungen und in fruchtbares Ackerland verlangt. Mächtige Deiche schützen das Land, Schleusen und Pumpwerke regeln die Wasserzufuhr und den Binnenverkehr. Der ständige Kampf gegen Sturm und Wasser haben den Niederländer zu seinem stolzen und freiheitsliebenden Charakter gewandt. Gott hat die Erde geschaffen, aber wir haben unser Land selber geschaffen, sagt ein niederländisches Sprichwort. Als die kanadischen Truppen nach Norden durchstießen, hat der Reichskommissar, wie viele erwarteten, nicht von Groningen den Weg ins Reich genommen, sondern ist in Den Haag zurückgekehrt, um seine Verantwortung bis zum Schluss zu tragen. Er fürchtete, dass das zusammenbrechende Reich zu einer Katastrophenpolitik gelangen könne, die in einem so empfindlichen Land wie die Niederlande, wo 271 Menschen auf einen Quadratkilometer wohnen, zur Vernichtung führen könnte. Die Gotenschlacht, in der alles zugrunde geht, war in manchen Köpfen zur fixen Idee geworden. Goebbels hat ja großsprecherisch erklärt, wenn Sie abtreten müssen, werden Sie die Tür zuschlagen, dass es die Welt hört. Der Reichskommissar warnte vor solchen Ideen. Tatsächlich kam der Befehl verbrannte Erde. Er hätte die Zerstörung aller technischen Anlagen, einschließlich Dämme und Schleusen in Holland, die Vernichtung von 2/3 des Landes bedeutet. Gemeinsam mit Minister Speer und Dönitz wurde dies alles verhindert. Dies hat auch in meinem Fragebogen der Oberbefehlshaber General von Kleffel bestätigt und der Generalstabschef der amerikanischen Armee, Bessel Smith, auch anerkannt. Auch historische Gebäude sollten zerstört werden, wie die Schwebel bekundet hat. Der Verteidiger des General Christiansen teilte mir mit, dass neben den technischen Truppen der Wehrmacht, die durch die Kriegslage gerechtfertigte Sprengungen und Überflutungen vornahmen, auch Abgesandte Himmlers erschienen sind, um Zerstörungen hinter dem Rücken der Wehrmacht durchzuführen. All dies wurde durch das verantwortungsbewusste Eingreifen des Reichskommissars verhindert und das Land vor einer nie mehr gut zu machenden Zerstörung im großen Ausmaße gerettet. Auf den Abschlussdamm der Zeidersee, dem größten Wasserbauwerk, das jemals errichtet wurde, befindet sich seit Mai 1932 ein schlichtes Denkmal, das keinerlei Namen trägt, nur den Spruch: Ein Volk, das lebt, baut an seinen Zukunft. Ein Volk, das lebt, baut an seiner Zukunft. Wie immer dieser Prozess ausgehen mag, vielleicht kommt einmal die Zeit, wo man unter diesen Spruch die kurzen Worte setzen wird: Vor der Zerstörung gerettet durch Seyss-Inquart. Und so bin ich auch mit dem zweiten Anklagekomplex am Ende angelangt. Langsam senkt sich im Schauspiele der angeblichen Verschwörung der Vorhang. Ich aber frage Sie, ist ein Mann, der mitten in einem Kampf um Leben und Tod seiner Nation an die Spitze der Verwaltung eines feindlichen Landes gestellt wird und immer wiederum versuchte, Exzesse zu verhindern
oder zu verringern, ein Mensch, den man deshalb als grausamen und willkürlichen Despoten und Kriegsverbrecher bezeichnen kann? Ich möchte aber meine Ausführungen nicht schließen, ohne nicht auf einige allgemeine Gedanken zum Prozess kurz zum Ausdrucke zu bringen. Ich schätze Frankreich und seine alte Kultur und habe es als Ehre aufgefasst, hier im Prozess als Anwalt mein Name die Rede des französischen Hauptanklägers François de Menthon gehört. Sie kann aber nicht ganz unwidersprochen bleiben. De Menthon hat von Deutschland als dem ewigen Feinde Frankreichs gegenüber gesprochen und allein unterschiedslos gegen alle Angeklagten die schwerste Strafe, den Tod, beantragt. Das stellt damit eine der Schwächen dieses Prozesses in den Vordergrund, nämlich, dass es immer ein Prozess der Sieger über die Besiegten sein wird. Es erinnert so stark an den Gallier Brennus, der mit seinem Vevictis das Schwert in die ungleiche Waagschale wirft. Menthon verbaut mit diesen Vorbringern ungewollt den Weg zu einem dauernden Krieg. Die Sünde, sagt er wieder, den Geist sei der Grundfehler des Nationalsozialismus und die Quelle aller Verbrechen. Der Nationalsozialismus beruhe auf der Rassentheorie, einem Produkt des deutschen Geistes. Menthon erklärt aber richtig, dass der Nationalsozialismus der Endpunkt einer langen doktrinären Entwicklung sei. In der Geschichte gibt es nämlich keine unmittelbaren Übergänge, alles wurzelt im vorausgehenden Gedanken und Strömen. Das 20. Jahrhundert kann nur im Zusammenhang mit der Entwicklung aus dem vorangegangenen Jahrhundert erklärt werden. Es ist der überspitzte Nationalismus, der das 19. Jahrhundert im Ausgang beherrscht und ist dabei wichtig festzustellen, dass es nicht Deutsche, sondern Franzosen waren, die zuerst die Rassentheorie aufgestellt haben. Graf Gobineau in seiner Essay sur l'inégalité des races humaines et Georges Sorel in seiner Reflexion sur la violence. Herr Menthon zitiert am Schluss seiner Ausführungen das auch von mir erwähnte Werk Politis, La Morale Internationale. Politis nun bezeichnet den übertriebenen Nationalismus als eine wahrhaft internationale Krankheit, die aus dem 19. Jahrhundert entstand. Er erwähnt speziell den Fall des Franzosen Maurice Paré. Er sieht in dem Satz, que la patrie est elle tort, il faut lui donner raison, die Negation jedes Moralgesetzes. Ich will Herrn Menthon gegenüber aber noch einen Franzosen anführen. Es ist ein kleiner Geschichtsprofessor. Die Gestapo, deutsche und französische Polizei, ist hinter ihm her. Er wechselt oft Aussehen und Namen. Er ist überall. Wir finden ihn massiv central. In der Auvergne, in den Bergen von Grenoble, an der Küste in Bordeaux und in Paris. Wo er auftaucht, entgleisen Wehrmachtszüge, gehen Munitionsdepots in die Luft und werden wichtige Industriewerke stillgelegt. Er hat stets de Gaulles Worte vor seinen Augen. Unser Land ist in Todesgefahr, kommt zu uns, kämpft für Frankreich. Der Mann ist Georges Bidault. Als der Feind aus dem Lande vertrieben ist, da ist sein erstes Tun im Spital, die schwer verwundeten Kämpfer zu besuchen. Er geht aber nicht nur zu den Franzosen, er geht auch in das Zimmer der deutschen Verwundeten und sagt zu ihnen: Kameraden, ich wünsche euch eine baldige Gesundung und glückliche Rückkehr in die Heimat. Diese Worte des Mannes, der heute Frankreich führt, zeigen uns den Weg des Friedens in einer ehrlichen und offenen Zusammenarbeit der Völker und Nationen. Hitler wollte ein neues Europa schaffen. Er ist dabei durch seine Methoden gescheitert. Deutschland liegt wehrlos am Boden, seine Städte sind zerstört, seine Wirtschaft ist vernichtet. Frankreich, eines der ältesten Länder der Christenheit, das Land, das uns am Ausgang des 18. Jahrhunderts die Menschenrechte geoffenbart hat, ist daher heute in besonderem Maße berufen und verantwortlich, die abendländische Kultur zu bewahren. Dazu aber ist es vor allem notwendig, dass das Misstrauen, das das Leben der Völker vergiftet, verschwindet. So viel ganz kurz und allgemein zum Prozess. Ich lege nun das Schicksal meines Klienten Ihnen, meine verehrten Herren Richter, vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich weiß ja, dass Sie auch alles, was für Seyß-Inquart spricht, genau erwägen. Ich selbst aber will noch einmal
wie ich es so oft in den langen Monaten des Prozesses getan habe, durch die Straßen von Nürnberg gehen und von der zerstörten Kaiserburg ins deutsche Land schauen. Aus den Trümmern der Altstadt ragt fast unbeschädigt das Denkmal des Malers Albrecht Dürer und des Geographen Martin Beheim empor. Es sind dies die Künder deutscher Kunst und deutscher Wissenschaft. Mögen diese beiden Namen ein Symbol für die Zukunft sein und die Leuchtfeuer das deutsche Volk herausführen aus finsterer Not zu den lichten Höhen eines dauernden Friedens.